Es ist der 20. Juni 1947, Nürnberg, Deutschland. Nach mehr als 8 Monaten hören 23 Angeklagte ihre Urteile. Sie waren während des Zweiten Weltkriegs entweder am tödlichen Euthanasieprogramm der Nazis beteiligt, das Ermorden von physisch oder geistig beeinträchtigten Personen, die als lebensunwürdig erachtet wurden, oder führten schmerzhafte und oft tödliche medizinische Versuche an tausenden Konzentrationslagerinsassen ohne ihre Erlaubnis durch. Dank der grauenhaften Aussagen dutzender Zeugen lernt die Welt endlich die Wahrheit über diese pseudomedizinischen Experimente, die sowohl durch ihre Mittel als auch durch ihr Ziel die medizinische Ethik verletzen und persönlich von SS-Führer Heinrich Himmler abgesegnet wurden. Einer derjenigen, der diese Versuche durchführte, war der österreichische Arzt Wilhelm Beigelböck. Wilhelm Beigelböck wurde am 10. Oktober 1905 in Hochneunkirchen im damaligen Österreich-Ungarn geboren. Beigelböck studierte an der Universität Wien Medizin und erhielt 1932 seinen Doktortitel. Im nächsten Jahr trat Beigelböck, der damals als Assistent an der Universitätsklinik Wien arbeitete, in die Nazi-Partei ein. Wie bei vielen Nazis war sein Hauptziel der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich, der im Frühling 1938 zur Realität wurde. Der sogenannte Anschluss fand schließlich über 3 Tage vom 11. bis zum 13. März 1938 statt und war der erste Akt der territorialen Aggression und Expansion des deutschen Naziregimes. 1939 habilitierte Beigelböck und wurde 1940 zu einem renommierten Arzt unter der Fittiche von Hans Eppinger. Dieser war ein respektierter österreichischer Arzt, der bekannt dafür war, 1936 nach Moskau gereist zu sein, um Stalin zu behandeln und Jahre später auch Königin Maria von Rumänien behandeln würde. Der Zweite Weltkrieg begann am 1. September 1939 mit dem Einmarsch Nazi-Deutschlands in Polen. Während des Krieges führten zahlreiche deutsche Ärzte schmerzhafte und oft tödliche medizinische Versuche an Tausenden von Gefangenen durch. Sie konzentrierten sich auf 3 Gebiete. Das Überleben von Militärpersonal, das Testen von Medikamenten und Behandlungsmethoden und das Fortschreiten ideologischer und rassischer Ziele der Nazis. Ab Mai 1941 arbeitete Beigelböck als medizinischer Offizier in der deutschen Luftwaffe. Im Mai 1944 wurde im Reichsluftfahrtministerium die Trinkbarkeit von Meerwasser diskutiert, um deutsche Piloten retten zu können, die über dem Meer abgeschossen würden. Da die geplanten Menschenversuche schmerzhaft und lebensgefährlich werden würden, wurden Konzentrationslagerhäftlinge als Testsubjekte benutzt. Aus diesem Grund wurden 40 Roma- und Sinti-Häftlinge aus dem Konzentrationslager Buchenwald nach Dachau gebracht. Zunächst bekamen alle Testsubjekte für 10 Tage die volle Fliegerration, die 3000 Kalorien betrug. Danach durfte die Gruppe nur die Notfallration der Luftwaffe essen und die Opfer wurden in 3 Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe erhielt reines Meerwasser. Die zweite nur chemisch präpariertes Meerwasser mit reduziertem Salzgehalt, das eine dunkelgelbe Farbe hatte. Und die dritte Gruppe erhielt Salzwasser mit einem tarnenden Süßwassergeschmack. Das Experiment dauerte 10 Tage und resultierte in extremem Durst, Krämpfen und Delirium. Da Meerwasser dem Körper Flüssigkeit entzieht, fühlten sich die Gefangenen krank, ihre Körper trockneten aus und ihre Nieren, Därme und Leber versagten. Die Häftlinge suchten so verzweifelt nach Süßwasser, dass sie den frisch gewischten Boden leckten. Ein Überlebender des Holocaust, Josef Czofenik, der für die Nutzung des Röntgenapparats in der Krankenstation verantwortlich war, beschrieb, wie die Opfer der Versuche Schwierigkeiten beim Essen hatten und jede Wasserquelle suchten, inklusive alter Putzlappen. Nach dem Krieg erinnerte sich Karl Höllenreiner, ein deutscher Roma-Häftling, der diese Experimente überlebte. »Ich hatte schreckliche Durstattacken, wurde sehr krank und verlor viel Gewicht. Letzten Endes bekam ich Fieber und fühlte mich so schwach, dass ich nicht aufstehen konnte. Ich erinnere mich sehr genau, wie ein tschechoslowakischer Roma Wilhelm Beigelböck fragte, ob er aufhören dürfte, das Wasser zu trinken. Der Mann wurde daraufhin auf Befehl Beigelböcks ans Bett gefesselt, der selbst brutal dem Mann mit einer Magenpumpe das Seewasser einführte. Während der Experimente erhielten die meisten Männer Leber- und Rückenmarkspunktionen.
Ich selber erhielt eine Leberpunktion und weiß aus eigener Erfahrung, dass diese Punktionen schrecklich schmerzhaft waren. Nach einer Woche des Versuchs wurden alle Häftlinge aus der Krankenstation nach draußen in den Hof getragen und auf Tragen mit weißen Laken ausgelegt. Dort wurden ihre nackten Körper fotografiert und kurz nach den Aufnahmen wurden ihnen Nummern auf die Brust tätowiert. Die überlebenden Häftlinge wurden daraufhin als Zwangsarbeiter in der Waffenproduktion genutzt. Diese Experimente wurden von Wilhelm Beigelböck und seinem Wiener Kollegen Hans Eppinger durchgeführt. Zwei oder drei Gefangene starben als Resultat dieser Versuche und der Rest wurde sehr geschwächt. Im Oktober 1944 präsentierte Beigelböck die Resultate seiner Versuche in einem ausführlichen Bericht bei einer Konferenz in Berlin. Das Resultat dieser Experimente war, dass die Methode chemisch behandelten Meerwassers nutzlos war. Am Ende holte die Justiz Beigelböck endlich ein, als er von den Alliierten festgenommen und beim Nürnberger Ärzteprozess vor Gericht gestellt wurde. Während des Verfahrens erkannte einer von Beigelböcks Roma-Testsubjekten, der bereits erwähnte Karl Höllenreiner, in ihm den Mann, der ihn in Dachau gefoltert und ihm für den Rest seines Lebens die Gesundheit ruiniert hatte. Emotional überwältigt von der Ansicht seines Nazi-Folterknechtes sprang Höllenreiner mit einem mächtigen Sprung über die Anklagebank, schlug Beigelböck heftig ins Gesicht und schrie: „Dieser Schurke hat mein Leben ruiniert." Der vorsitzende Richter verurteilte Höllenreiner daraufhin zu 90 Tagen Gefängnis und beendete die Zeugenbefragung. Er wurde jedoch kurz darauf auf Bewährung freigelassen. Es waren keine weiteren Zeugen der Versuche anwesend, da Beigelböck die Namen der Subjekte, an denen er die Experimente durchführte, entfernt hatte. Dies hatte als Ziel, dem Gericht nicht zu ermöglichen, sie in Zukunft zu finden. Zudem änderte er auch Teile der Versuchsdaten und der klinischen Fallbeschreibungen. Während des Prozesses bestand Beigelböck darauf, dass seine Testsubjekte Freiwillige waren. Seine Lügen halfen ihm jedoch nicht, der Gerechtigkeit zu entkommen. Am 20. August 1947 erklärte das US-Militärgericht Wilhelm Beigelböck schuldig der Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit und verurteilte ihn zu 15 Jahren Gefängnis. Dieses Urteil wurde jedoch später auf 10 Jahre reduziert und letzten Endes wurde er vor Weihnachten 1951 aus der Haft entlassen. Kurz darauf begann die Deutsche Gesellschaft für interne Medizin eine Kampagne zur Rehabilitation Beigelböcks. Experten behaupteten, es habe keine Todesfälle oder Langzeitschäden unter den Testsubjekten gegeben und dass Beigelböck mit den besten medizinischen Intentionen gehandelt habe. Diese Meinung basierte jedoch ausschließlich auf Unterlagen, die den Experten von Beigelböcks Anwalt gegeben wurden und keiner der Experten hatte je eines der Testsubjekte selbst getroffen. Da Beigelböcks Approbation nicht widerrufen worden war, wurde er Chefarzt im Krankenhaus Buxtehude, wo er von 1952 bis 1963 arbeitete. Obwohl Beigelböck seine Verbrechen in Dachau für den Rest seines Lebens rechtfertigte, verfolgte ihn seine dunkle Vergangenheit bis ans Ende. Wilhelm Beigelböck war 58 Jahre alt, als er tot in einem Treppenhaus aufgefunden wurde. Die Umstände legten einen Suizid nahe, doch Gerüchte um einen Mord kamen auf, da er vor seinem Tod Drohbriefe bekommen hatte. Einen Großteil seines Reichtums erbte die Stille Hilfe, eine Organisation, die Verhafteten, Verurteilten oder geflüchteten SS-Mitgliedern half. Selbst nach seinem Tod behaupteten Unterstützer Beigelböcks weiter, dass die Gefangenen sich freiwillig für die Versuche gemeldet hätten. Während seiner Beerdigung sagte ein Vertreter der Staatsärzte, Beigelböck sei unschuldig gewesen und sei nach dem Krieg in ein Räderwerk des Hasses, fernab jeder Gerechtigkeit geraten. Die Opfer Beigelböcks würden dem sicherlich nicht zustimmen. Für Wilhelm Beigelböck wurden keine Tränen vergossen. Vielen Dank, dass du dir den World History Kanal angeschaut hast. Klick auf Gefällt mir, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal.